freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind zum Rosenblüten- und Lichterfest hier in Kreglingen, das von den Gartenfreunden Kreglingen veranstaltet wird. Ich möchte mich im Vorhinein da gleich bei der Frau Elfriede Metzger bedanken, die dieses Fest mit ihren Helfern hauptsächlich organisiert. Rosen in allen Farben und Formen, wohin man auch schaut. Das Rosenblüten- und Lichterfest in Kreglingen feiert Jubiläum. Es findet bereits zum 10. Mal statt. Ja, eine sehr wichtige Veranstaltung, ist ein positiver Imageträger. Es hat sich zur zweitgrößten Veranstaltung in Kreglingen entwickelt, ja, mit bis zu 6.000 Besuchern im Jahr. Und es ist wirklich ein sehr schönes Fest. Der Garten im Romschlössle ist ein echtes Kleinod. Eigentlich jedes Brautpaar aus der Umgebung macht hier seine Hochzeitsbilder. Eine Entwicklung, die in den Anfangsjahren gar nicht abzusehen war. Ja, vor 10 Jahren wollten wir hier eigentlich nur einen kleinen Kräutergarten anlegen. Aber das Gelände hat sich angeboten, einfach weiterzumachen mit Rosen, Stauden, Kräuter, Trauben. Und jetzt haben wir ein wunderschönes Gelände, ist alles drin, was das Herz begehrt und für Besucher perfekt. Mittlerweile kommen die Besuchergruppen sogar in Bussen angereist. Und auch kulinarisch ist einiges geboten. Der wohlduftende Star dieses Wochenendes ist nahezu überall vertreten. Der Rosensekt kommt immer gut an, den haben wir auch schon relativ lange. Ganz neu ist auch die Rosenwurst oder Rosenpesto gibt es mittlerweile. Also in allen Variationen und Formen ist die Rose hier vertreten. Ja, die sogenannte Rosenbratwurst, wie schmeckt sie denn? Wunderbar. Ein Hauch von Rose. Schmeckt gut. Alles toll. Keine Unterschiede zu merken? Es sind keine Dornen drin. Ja. Und rosa ist er auch nicht. Sehr gut. Anders als üblich? Ja, man merkt ein bisschen den Rosengeschmack. Zahlreiche Angebote runden das umfassende Begleitprogramm ab, beispielsweise eine Nachtwächterführung in der Dämmerung. Da kennt ihr nachher einmal Mietgäde. Und der, wo Lust hat und Zeit hat und gute Schuhe auch hat, da treffen wir uns um 10:30 hinter der Stadtmauer. Dann zeige ich euch einmal Kregel, wenn es Nacht ist. Ihr braucht keine Angst, Tobi, ich bin ja dabei. Nicht weniger stimmungsvoll ist die Abendgestaltung in Kreglingen. Das Lichterfest ist fester Bestandteil dieses Wochenendes. Hier sind einige tausend Lichter im dreiterrassierten Romschlösslegarten. Hier haben wir eine ganz große Rose aufgebaut und Schmetterlinge und alles. Ab 8:30 ist hier das Lichterfest. Alles leuchtet und da haben wir eine tolle Band dazu. Und das lockt sehr viele Leute an. Das ist einfach die Stimmung hier, da passt einfach alles. Stone Creek 7 sorgt am Abend für allerbeste Unterhaltung und trägt seinen Teil dazu bei, dass auch das 10. Rosenblüten- und Lichterfest ein voller Erfolg ist. Musikalisch geht es allerdings auch ein bisschen ruhiger. Das beweist zu später Stunde die amtierende Rosenprinzessin Stefanie.